damit einen wunderschönen guten Tag hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr könnt es wahrscheinlich schon ein bisschen sehen. Da ist ein Kirmesfahrgeschäft und ja, was soll ich sagen? Wir sind auf der Semikirmes in Werne und ihr fragt euch sicherlich, warum ich dieses Bändchen anhabe. Kann ich euch erklären, das liegt daran, das wird hier alles mit der 3G-Regel gemacht, das heißt geimpft, genesen, getestet, und das müsst ihr dann vorne an den jeweiligen Eingängen zeigen und dann bekommt ihr so ein Bändchen und das gilt dann halt für die ganze Kirmes für euch. Und es werden stichartige Proben gemacht und vom Ordnungsamt. Ich bin mal gespannt, wie akribisch das hier gemacht wird. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, und ja, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit hier auf der Kirmes in Werne, auf der Semil, die endlich mal wieder stattfinden darf. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Und jo, wir gehen jetzt Richtung Kirmes. So, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt verstehen. Vor diesem Haupteingang hier von der Semil, ich sag mal, das ist jetzt für mich hier der Haupteingang hier an diesem Hotel am Sohnebad. Und ihr seht, hier gibt es auch ein Corona-Testzentrum, wo ihr euch dann testen lassen könnt, mit Termin oder ohne Termin. Gibt es halt hier vorne einfach, könnt ihr das einfach einscannen und dann könnt ihr euch hier testen lassen. Preismäßig steht jetzt hier nichts drauf, deswegen schätze mal, das ist jetzt kostenlos. Unter Vorbehalt sage ich das jetzt mal, ob das kostenlos ist oder nicht. Also wie gesagt, hier steht jetzt kein Preis, aber wie gesagt, hier am Haupteingang am Hotel Sohlebad könnt ihr euch auf Corona testen lassen und dann bekommt ihr auch so ein Bändchen. Und wir gehen jetzt weiter auf die Kirmes. Mal gepanzt. Let's go, Baby. Aufgepasst. Wir bringen mal ein bisschen Schwung in die Sache. Ne? So ein kleines bisschen. Schnuppern wir die Strecke erstmal ab mit euch, damit ihr wisst, wo es lang geht. Ne? Wir sind jetzt hier auf dem etwas größeren Kirmesplatz vorne, wo auch, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das große Riesenrad steht. Und ja, ihr seht, hier ist genug Platz zum Laufen, ohne Probleme. Ja, Maskenpflicht herrscht hier nicht, also eine Maske musst du jetzt hier nicht tragen. Es wird zwar empfohlen an, ich sag mal, Stellen, wo es halt wirklich sehr gedrängt ist oder so, aber es ist keine Pflicht. Und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt hier über den etwas größeren Kirmesplatz gerade. Mit dem Rock'n'Roll hier, und dahinter haben wir auch, wie ihr gerade schon sehen könnt, den Shake wieder stehen, den Shake and Roll von Schäfer. Und ja, bis jetzt ist noch nicht wirklich hier was los. Gestern scheint es hier mega voll gewesen zu sein. Und ja, wir gucken uns das jetzt mal hier an und sehen uns dann gleich wieder.
auf geht's, alle Mann an Deck, ran an die Ruder, der jetzt noch mit möchte.
geschafft. Geht dir das näher und siehst mich gut aus? Wie lange bist du schon angegangen? Länger als dein blödes Bein. Und wenn du mich nicht schnell losmachst, dann rufe ich dir deine Federn raus. Wir nennen das von Mäusen. Was? Mäuse? Wie schaut's denn aus? Wollt ihr nochmal? Ja! Ja!
ihr seid zu leise. Wollt ihr nochmal? Ja. So, wir verlassen jetzt diese Mühe in Werne und werden uns jetzt wieder nach Hause begeben. Ich hoffe, die kleinen feinen Eindrücke haben euch gefallen. Ich brauche ja nicht viel zu einer Kirmes erzählen, was soll ich da großartig erzählen? Ich zeige euch lieber was. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.